Hallo und herzlich willkommen zur 272. Falls ihr das Infovideo nicht geschaut habt, heute ist ja Samstag, heute kommen mehrere Folgen raus. Und heute am Samstag habe ich wahrscheinlich auch erst geschafft, Formel 1 aufzunehmen. Darum kommt das wahrscheinlich auch heute ein bisschen später. Es ist gut möglich, dass das halt später kommt. Nehme ich sehr stark an. So, hier habe ich auch noch Roheisen. Ja, 4 Stück. Hauen wir die ja mal mit rein. Bam. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Vielleicht schaffen wir es doch erst in der 273. Folge hier irgendwas zu verzaubern. Aber dann so richtig. Warte mal, müssen wir hier noch einen hochgehen. Aber meine Stimme ist etwas rau. Das kommt aber davon, dass ich heute schon sehr viel geredet habe. Mich auch schon fusselig geredet habe. Und heute auch schon ein bisschen aufgeregt habe. Denn das kommt wiederum davon, dass mir heute ein... Das heißt, heute schon eine gewisse Zeit in der Ausbildungsstätte etwas Problemchen haben, weil eine Schaltung, die wir gerade aufbauen. Das heißt, Probleme. Wir kriegen es irgendwie überhaupt nicht auf die Ketten, weil wir uns nicht konzentrieren können, so wirklich. Das heißt, nicht konzentrieren. Wir können uns schon konzentrieren, nur es ist eben ein harter Knochen. Und dann probieren wir was aus, dann funktioniert alles wieder nicht. Dann tun wir da irgendwas ranhängen an den Eingang oder Ausgang. Je nachdem. Wisst ihr jetzt gar nicht, von was ich rede. Eigentlich, ne? Ihr wisst gar nicht, von was ich rede. Machen. Für die, die noch nicht wissen, ich lerne Mechatroniker. Genauso wie manche andere Leute im Treibenland. Weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's jetzt erstmal nicht. Ich frage erstmal nach, ob ich das sagen darf. Wer das genau ist. Diejenige Person, die das jetzt vielleicht hört, die weiß es. Vielleicht schreibt sie es mir sogar in die Kommentare. Vielleicht schreibt sie mir eine PN. Das fragen wahrscheinlich alle wieder durch. Im Treibenland. Kann ja auch gut möglich sein, aber das machen wahrscheinlich die wenigsten. Es ist 4 breit. Gut. Das schaut jetzt gerade nur so aus. Ich glaube, das schaut gerade nur so aus. Wenn ich mir das gerade so überlege, wenn es hier noch ein bisschen dauert, bis ich hier rauskomme, ne, und hier erst das Gleis 1 hochgeht, kann man doch hier noch so ins Hoch machen und dann da oder zum Beispiel jetzt hier rein so noch ein paar Geschäfte. Muss ich mir noch mal überlegen. Ich habe auf jeden Fall den Plan, hier Gleis 1, weil das habe ich ja auch schon. Nee, das habe ich schon nicht. Hier so ein paar Geschäfte rein zu meißeln. Aber dann hier auch noch Geschäfte reinzumeißeln, das muss ich mir noch mal überlegen, ob ich das mache. Anbringen würde es sich sehr. So Ticket-Shop oder irgendwie sowas. Aber... Ja, stimmt. Das wird... Die Edith. Ich denke da immer, hier ist jemand. Weil hier ist... Nee, es ist keiner. Da bitte bleiben. Danke. Kies. Kies ist wichtig für den Schienenbau. Ein wichtiger Bestandteil. Nicht nur von Bahngleisen, sondern auch von Zement ist der Kies von besonderer. Ne, das war nicht Kies, das war Sand, oder? Ja, das war Sand. Ich gebe es zu, es war Sand. Ich bin im Bauwesen nicht so.
Obwohl ich weiß, dass Zement aus Sand hergestellt wird. Oh, Metball. Oh, ich bin schon ein bisschen müde. Es tut mir leid, super leid. Aber ich bin noch voll im Melan irgendwie. Voll im Melan. Oder merkt ihr irgendwie an mir, dass ich müde werde? Ein bisschen schon, ne? Weil ich so etwas abgespannt. Was heißt abgespannt? Na ja, kurzen Prozess. Zack, zack. Hier auch nochmal. Kurzer Prozess. Und nochmal kurzer Prozess. Zack, zack, zack. Zack. Ist doch hier irgendwas geworden. Gut. Draußen ist Tag. Wir gehen jetzt langsam nach oben. Aber wirklich etwas langsamer. Dass unser Inventar voll ist. So langsam. Na, das passiert auch mal, dass das Inventar voll ist. Aber zum Glück haben wir hier Kisten, um das reinkrusten können. Zack, zack, zack. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Hier ist auch Kohle drin. Können wir die mit reintun. Hier ist keine Erde, aber sowas passt hier rein. Das können wir auch erstmal hier reintun. Ja, packen wir es mal rein. Zack, zack. Die Schüssel brauchen wir jetzt auch nicht, den Pfeil auch nicht. Das Bett eventuell. Ich bin auch ein Dussel. So. Wieder eine Schicht abgehangen hier. Mache ich jetzt mit der Axt. Mit der Spitzhacke. Fange ich schon genauso an. Seht ihr? Ich hab's auch nicht leicht. Schon tut man sich ja verklopfen und schon fällt aus allen Fugen das Eisenerz. Hier ist auch noch Eisenerz. Das hätte ich jetzt nicht gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Das hätte ich jetzt nicht gefunden. Aber hier ist auch noch was. So. Aber guck mal genau aufs Rathaus. Finde ich schön den Aufgang hier. So, zack, 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 zack. Machen wir nur zwei. Zack, zack. IO hat's gemacht, habt ihr gehört? So, bauen das ja mal zu. So, wir brauchen den ja. Nee, nicht so. So. So, haben wir das hier dann so gemacht? Ich muss ja mal ganz kurz den machen. So dass wir hier sagen können. Also jetzt hier. Dass wir hier sagen können. 1, 2. Ne? Dann jetzt hier wieder ein rein. Beziehungsweise so. Ja, wenn das dann so ist. Dann auch so. Das müsste eigentlich passen. Natürlich erstmal die Fackel hier so ran.
Zur Not auch noch eine hier unten hinstellen. Zur Not noch eine hinstellen. Gucken wir erstmal, wo wir hier rauskommen. Wenn ich das so mache, wie ich das gerade vorhabe. So 1, 2, 1, 2. Dann kommen wir da einen hoch. 1, 2. 1, 2. So, 1, 2. So, 1. So. Okay, das ist alles schon alle. So. 1, 2. Und es ist Nacht. Und ich komme da perfekt hier raus. Das passt sicher. Ich verabschiede mich mit dieser Folge und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Tschüsselü!